Ich möchte heute ein Buch vorstellen, das mir sehr viel bedeutet, das mir in meinem Leben sehr viel geholfen hat, auf meinem Weg mit Jesus Christus und das ich jedem ans Herz legen möchte, darin zu lesen. Um es etwas vorzustellen, lese ich die Einführung vor, die einen kurzen Überblick über den Inhalt dieses Buches gibt. Es ist das Buch Mormon, ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Die Einführung. Das Buch Mormon ist ein Band heiliger Schrift, der Bibel vergleichbar. Es ist ein Bericht über Gottes Umgang mit den alten Bewohnern Amerikas und enthält die Fülle des immerwährenden Evangeliums. Das Buch wurde von vielen alten Propheten durch den Geist der Prophezeiung und Offenbarung geschrieben. Ihre auf Goldplatten geschriebenen Worte wurden von einem Propheten, Geschichtsschreiber namens Mormon zitiert und gekürzt. Die Aufzeichnungen geben Bericht von zwei großen Völkern. Eines kam 600 vor Christus von Jerusalem und spaltete sich später in zwei Nationen, bekannt als die Nephiten und die Lamaniten. Das andere kam viel früher, als der Herr die Sprachen beim Turm zu Babel verwirrte. Diese Gruppe ist als die Jarediten bekannt. Nach mehreren tausend Jahren waren alle zerschlagen, außer den Lamaniten, und diese sind die Hauptvorfahren der amerikanischen Indianer. Das krönende Ereignis, von dem das Buch Mormon berichtet, ist das persönliche geistliche Wirken des Herrn Jesus Christus kurz nach seiner Auferstehung. Es legt die Lehren des Evangeliums dar, umreißt den Plan der Errettung und erklärt den Menschen, was sie tun müssen, um Frieden in diesem Leben zu erlangen und ewige Errettung im kommenden Leben. Nachdem Mormon seine Schriften beendet hatte, übergab er den Bericht an seinen Sohn Moroni, der einige eigene Worte hinzufügte und die Platten im Hügel Cumorah verbarg. Am 21. September 1823 erschien derselbe Moroni als verherrlichtes, auferstandenes Wesen dem Propheten Joseph Smith und unterwies ihn bezüglich des alten Berichts und dessen vorgesehener Übersetzung in die englische Sprache. Schließlich wurden die Platten Joseph Smith übergeben, der sie durch die Gabe und Macht Gottes übersetzte. Der Bericht ist heute in vielen Sprachen veröffentlicht, als ein neuer und weiterer Zeuge dafür, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist und dass alle, die zu ihm kommen und den Gesetzen und Verordnungen seines Evangeliums gehorchen wollen, gerettet werden können. In Bezug auf diesen Bericht hat der Prophet Joseph Smith gesagt: Ich habe den Brüdern gesagt, das Buch Mormon sei das richtigste Buch auf Erden und der Schlussstein unserer Religion. Und wenn man sich an dessen Weisungen halte, würde man dadurch näher zu Gott kommen als durch jedes andere Buch. Außer Joseph Smith gewährte der Herr 11 anderen, die Goldplatten selbst zu sehen und besondere Zeugen für die Wahrheit und Göttlichkeit des Buches Mormon zu sein. Ihr schriftliches Zeugnis ist hier enthalten, als das Zeugnis von 3 Zeugen und das Zeugnis von 8 Zeugen. Wir laden alle Menschen überall ein, das Buch Mormon zu lesen, in ihrem Herzen über die darin enthaltenen Botschaften nachzudenken und dann Gott, den ewigen Vater, im Namen Christi zu fragen, ob es wahr ist. Wer dies tut und im Glauben fragt, wird durch die Macht des Heiligen Geistes ein Zeugnis von dessen Wahrheit und Göttlichkeit erhalten. Wer dieses Zeugnis von Gott durch den Heiligen Geist erlangt, wird durch dieselbe Macht auch erkennen, dass Jesus Christus der Erretter der Welt ist, dass Joseph Smith sein Prophet und Offenbarer in diesen letzten Tagen ist und dass die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, das Reich des Herrn ist, welches wieder auf Erden errichtet wurde in Vorbereitung auf das zweite Kommen des Messias. Ich weiß, dass dieses Buch wahr ist und dass es wirklich von Gott und Jesus Christus inspiriert wurde. Ich lade Sie alle herzlich ein, es selbst zu lesen, darüber nachzudenken und es selbst herauszufinden. Fragen Sie Gott im Namen Jesu Christi, ob es wahr ist. Ein kostenloses Exemplar bekommen Sie unter der angegebenen Adresse. Ich wünsche allen viel Freude beim Lesen.